So, hallo, wir machen weiter. Bei Kaizo Kindergarten. Das letzte Mal haben wir mit sehr vielen States, aber wir haben das letzte Schloss abgeschlossen und kommen jetzt in die Special World, wo wir ja wahrscheinlich noch 5 Level haben, weil es fehlen noch 5 Yoshi-Coins. Und es geht los mit harte Item-Tricks. Jetzt sind wir mal gespannt, was alles kommt und vor allem, was wir davon schon kennen. Und vielleicht kennen wir davon ja auch irgendwas noch nicht. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt, tatsächlich. Here you will find seldom used Kaizo Tricks that are not really applicable and not as important to know. More difficult item. Also ich würde jetzt sagen, hier kommt sowas wie Double Grab, Duplizieren, solche Geschichten. Mal gucken. Yoshi Shell Jumps, ach so. Ja gut. Ja, gut. Ja, gut. Wobei das, was ich gerade gesagt habe, sind alles eher so Glitches, ne? Wahrscheinlich kommt es überhaupt nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, ob er mir Glitches entgegenwirft oder nicht. Turn around, drop shell. Geh weg mit sowas. Ideal ein Frame, nachdem man maximal Running Speed erreicht hat. This allows you to face left while moving right. Moment, ich könnte doch hier aber auch so über die Bande spielen, oder? Warte, das kann ich anders lösen. Oder? Ah, ich glaube, vom Setup her lässt sich das auch anders lösen. Ah, das machen wir so. Das machen wir so. Ich will das nicht. Ich will den hier nicht. Das ist... Das ist nicht, was ich... Ich hab's vor allem nicht mal richtig verstanden, glaube ich. Ich lasse dir doch dann in die Richtung los, hä? Turn around, drop shell jump. Aber wann lasse ich die Shell los? Er sagt überhaupt nicht, wann ich die loslassen soll, die Shell. Nee, Freunde. Wir tricksen das. Das sollte drin sein. Ich verstehe halt überhaupt nicht, was er von mir will. Weil wenn ich da so... Ich verstehe halt nicht, was er da von mir will. So oder was? Die erwische ich ja überhaupt nicht dann mehr. Die ist ja über...
überhaupt nicht erreichbar. Ich fall doch schneller als die Schellen. Ne? Ich. Hä? Wie soll das gehen? Ach, warte, oder so? Soll ich die loslassen und dann mich drehen, oder was? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, wann ich die loslassen soll. Das sagt er mir aber auch nicht. Der sagt, wann ich mich drehen soll, ja. Nützt mir nichts. Und wie ich die loslassen soll, er sagt er mir überhaupt nicht. Turn around, drop shell jump. Ich habe keine Ahnung, wann ich die Shell loslassen soll. Das ist keine gute Erklärung. Hä? Ich will das so lösen. Ich will den Raum weghaben. Vor allem, wenn ich das hier sehe, habe ich echt Bedenken, dass der mir einen Shell-Jump in der Luft noch gibt. Da kriegen wir ein Problem. Ist der Sprung nicht sogar auch so machbar? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das knapp. Ich hab da eine Idee. Bleibt die hier? Ne, okay, das reicht nicht. Schade. Aber ich check nicht, was der Trick, wie der gehen soll. Das check ich nicht. Ne, das ist. Ich verstehe nicht, wie der funktioniert. Ich habe halt keine Ahnung, wann ich die Shell loslassen soll. Ich müsste die ja irgendwie schon vorher loslassen. Keine Ahnung. Das ergibt alles keinen Sinn. Das ergibt für mich alles überhaupt gerade keinen Sinn. Uff. Wo nehme ich die Shell am besten entgegen? Nein, da war's. Oh, verdammt. Da war ich zu überrascht, dass das funktioniert hat. Verdammt. Jetzt springe ich da halt schon von der Shell ab. Was soll das denn? Das ist nicht, was ich suche. Wie habe ich das denn gerade gemacht, dass ich da unten auf die drauf gekommen? Oh nein! Das klappt wahrscheinlich once in a million oder so. Vor allem, jetzt geht die halt teilweise gar nicht mehr dahin, wo sie hin soll. Warte, muss ich das vielleicht mit weniger Speed angehen, wenn ich das so machen will? Ah, nice! Okay, gut. Mit weniger Speed ist es super. Oh, gut, wir haben den Raum weg. Uff. Was kann ich? Das ist jetzt so ein halber Shell-Jump in der Luft, ne? Ach so. Deswegen, ja. Ja, das muss man richtig gut timen. Aber ich weiß nicht, wo ich hin soll, weil hier geht's ja gar nicht weiter. Ah, es geht doch weiter. Nein! Oh, zum Glück ist hier ein Skip-Door. Aber ich fürchte fast, wie die Yoshi können, muss man den machen. Mal gucken.
ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich fürchte fast, mir bringt dieser Trick die Yoshi-Coin. Ich weiß es aber nicht. Ach du Schande, ich hasse es. Oh Gott, er macht das halt wirklich. Wieso springt er denn, wenn ich lade? Gott! Das sah schon besser aus. Ich werde es jetzt erstmal skippen. Und für den Fall, dass ich nachher keine Yoshi-Coin habe, weiß ich, wo ich sie finde. Geh weg! Muss ich trotzdem so einen Mist machen? Oh no. Warte, kommt man da auch so hin? Hat er das so gebaut, dass man den nicht machen muss? Nein. Aber ich hab echt Bedenken, dass da die Yoshi-Coin gerade war. Aber man kann ihn auch ein bisschen anders machen. Man kann ihn auch irgendwie einfach nur fallen lassen in der Luft. Ja, so ungefähr. Das wird ja gerade fast bevorzugt. Ah, warte mal. Das würde reichen, ne? Das würde reichen. Ich suche gerade bei jedem Raum einen Trick, um ihn anders zu spielen. Das ist auch blöd, echt. Aber was soll's. Das würde halt gehen. Aber weil das kann ich nicht. Oh Gott. Da bin ich überhaupt nicht. Nee, da bin ich nicht. Das kriege ich. Das ist nicht. Da sehe ich mich nicht. Yes! Yes! Oh, yes! Ah. Puh, was kommt jetzt? Der schmeißt jetzt aber keinen da runter, oder? Ich muss da drüben reinmachen, okay. Ja, das kann ich. Aber die Frage ist jetzt, ist da drüben eine Tür aufgetaucht, wenn ich zurückgehe? Okay, er hilft mir zum Glück mit dem Zeug. Aber wie hat das geschrieben?
Oh Gott, das ist super unangenehm. Ich mach gleich Slow-Mo rein. Nee, das halte ich nicht aus. Das halte ich nicht aus. Das halte ich nicht aus. Es geht halt mega auf die Finger gerade mit dem Controller. Ich weiß nicht, ob das mit der Tastatur jetzt wieder hier besser wäre. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe sowas ja früher mal mit Tastatur gemacht, ne? Nein! Nicht laden. Speichern. Ja gut, das reicht halt nicht. Muss halt auch noch mitnehmen, ne? Oh yes. Mein Gott. Schwitz. Ich bleib dabei, ich habe echt Bedenken. Scrollt das hoch oder so? Nee, ne? Dann ist da oben vielleicht hoffentlich keine Yoshi-Coin. Nein! Was? Gib mir eine Skip-Door. Wieso kriege ich denn bei dem Airshell-Jump eine Skip-Door und hier nicht? Was? Oh mein Gott. Hä? Wow. Habe ich jetzt zweimal hintereinander einen gemacht? Was? Geh weg! Oh mein Gott, weg damit! Tschüss! Was zur Hölle? Nein! Die Yoshi-Coin, wo ist die denn? Die ist hundertprozentig bei dem blöden Challenge. Oh nein! Wir machen erstmal die anderen Sachen. Also gut, Block duplizieren. Habe ich ja gesagt, hätte ich gerne. Aber wahrscheinlich kommen jetzt die krassen Sachen, die ich nicht hinkriege. Okay, da oben ist höchstwahrscheinlich die Tür für die Dings. Wirst du wohl kooperieren?
Moment, ich mach das falsch gerade. Ne? Reicht das schon, um darüber zu kommen? Ja. Um darüber zu kommen? Nein. Jetzt wird's kritisch. Gib mir den wieder, danke. Ich will den nicht hoch duplizieren, ich will den rüber duplizieren. Ja, den anderen hätte ich gerne rüber duplizieren. Ja, okay, schön. Reicht das? Könnte reichen. Reicht nicht. Einer noch. Dankeschön. Ja, moin. Irgendwann kommt man sich halt blöd vor. Wenn man gerade Millionen Blöcke dupliziert hat, dann kann man es nicht mehr, ne? Hallo. Ist jetzt gerade gepatcht worden. Jetzt geht's nicht mehr. Schade. Zwei hatten gereicht, ne? Yes. Gut, das war diagonal, aber nehme ich auch. Kommt jetzt eigentlich erst das Diagonale, aber hey. Machen wir einfach nochmal. Dankeschön. Kann ich alles duplizieren und dann kommen auch verschiedene Sachen raus, ne? Wenn man hier zum Beispiel, okay, da ändert sich nichts. Hier würde dann auch wieder ein Pilz rauskommen und so weiter und so fort. Brauchen wir jetzt aber nicht demonstrieren. Ja. Wissen wir alles, kennen wir schon. Oh yes, Invisible Yoshi. Muss ich das hier? Anscheinend muss ich das hier tun. Nice. Na komm her. Oh. Ich hatte es doch zurück. Oh boy. Besser. Nice. Turning around with... drehen mit der... im Flug drehen. Da wird jetzt aber... Oh, das wird jetzt unangenehm wieder. Ah, ich sehe schon.
Ich sehe mich schon gleich wieder fluchen. Oh je. Ich sehe mich schon gleich wieder fluchen. Was tue ich denn? Das hat nicht funktioniert. Was steht denn hier? Every 4 frames. Too long didn't we use the patch? Sehr schön. Oh je. Ach, guten Morgen. Ach Gott, das wird ja super laufen jetzt hier. Uff. Nein! Ich brauche bestimmt am Ende noch die Feder, ne? Ja, klar. Das war nicht das Date, den ich drücken wollte. Das haut doch alle. Ja, komm, wir starten neu. Hab ich verhauen. Das wird funktionieren. Oh, es hat sogar funktioniert. Nein! Da klappt's doch und dann... Krieg's halt nicht koordiniert, ne? Ah, oh, es ist so traurig. Und dann geht er auch direkt so schnell ab. Soll er ja gar nicht. Der Witz ist, man könnte das, glaube ich, sogar so lösen. Ja. Nee, es reicht nicht. Aber irgendwie ging das, ne? Dass man da schneller rüberkam. Nee, das reicht nicht. Aber das gibt's auch. Nein! Ach, komm schon. Komm schon, komm schon. Na, das reicht halt nicht. Ja, kann ich knicken. Schade! Ja, umdrehen klappt ja aber halt nicht richtig. Es wäre auch schön, wenn man zum Drehen eine harmlosere Stelle, zum Üben eine harmlosere Stelle bekommen würde. Nicht gleich so ein Quatsch hier. Wo man direkt wieder anecken kann. Ah! Ich denke, das soll einem was beibringen und nicht direkt mit der schwersten Übung anfangen. So, leck mich. Nein. Da komm jetzt so durch. Da kommen wir jetzt so durch. Da kommen wir jetzt so durch. Sag ich ja.
Sheesh. Reicht dann auch, danke. Ich wollte schon sagen, Moment, wir haben keine Yoshi. Nein, stopp! Stopp, Freunde. Das wollte ich nicht. Hier ist die Yoshi-Coin. Dafür muss halt der ganze Quatsch hier mal weggehen. Entweder auf der Seite oder auf der anderen. Okay. Warte, muss ich es nochmal machen? Oh nein! Oh nein! Weil jetzt haben wir das Goal ja noch nicht. Oh, ist das dumm! Weiß nicht, vielleicht der Korridor müsste größer sein dafür, dass man das hier üben soll. Nein! Oh, ich könnte kotzen. Gut. Nein, lass mich. I don't care. Tschüss. Yoshi Flight. Das ist auch besonders spaßig, ja. Freue ich mich, das zu lesen. Oh nein. Oh nein. Mhm. Ah, ich muss Yoshi mitnehmen. Oder auch nicht. Wozu dann die große Tür? Scrollt das Level? Nein. Das habe ich falsch gemacht. Hä? Mal davon abgesehen, dass ich den gar nicht brauche anscheinend. Krieg ja jedes Mal 9. Oh, wollte ich nicht. Erklärt er mir das hier nur, weil ich brauche ihn theoretisch jetzt ja gar nicht. Um die Level zu schaffen. Nur um die Räume zu schaffen, brauche ich ihn eigentlich gar nicht. Nur mal Interesse halber. Er hat
keinen? Hä? Hä? Ach so, ich wollte gerade sagen, er hat keine Sache eingebaut, um an den... ja, dafür brauche ich ihn. Oh Gott, ich hasse es, mit Yoshis zu fliegen. What? Nein! Yoshi, bitte. Das sieht gut aus. Nein, das sah gut aus. Stimmt, da gab es doch diesen Trick mit dem links und rechts irgendwie. Ja, ich erinnere mich. Yes! Gott! Was kommt da denn jetzt noch alles? Will er jetzt... Wie lange soll ich das... Oh mein Gott, nee. Das wird jetzt halt echt, ne? Yoshi-Coin. Ach so. Ja, tut mir ja leid. Oh nein, ich habe da gerade eine Eingebung. Ich muss was testen. Ich muss es noch genauer testen. Okay, keine Tür. Ja, aber wie... Will er jetzt echt, dass ich das die ganze Zeit hier durchziehe? Oder was will er jetzt hier? Ach so, ich verstehe. Weil ich dann weiterfliege. Ja. So kann ich mich praktisch... Ah. Ja, moin. So kann ich praktisch spontan einen Yoshi zum Fliegen bringen. Boy. Gott, wie ging das denn vernünftig? Geht das aus der Position noch? Check den Teil nicht. Das war kein Flug. Aber irgendwie konnte man mit so Hin- und Her-Gehüpfe das immer variieren.
Oh, stimmt, ich kann das später loslegen eigentlich. Ich muss das nicht sofort da oben machen. Gott, wie geht das denn? So ist es ja eigentlich, ne? Man sieht es halt einfach nur nicht. Das ist halt immer echt so ganz komisch mit Yoshi. Wieso haut er jetzt plötzlich da nach unten ab? Gott! Hä, nicht? Ich check Yoshi nicht. Wie weit ist es denn von da aus noch? Oh, es ist viel zu weit! Es ist viel zu weit, um das mit Zufall hinzukriegen. Wo kommt der jetzt gerade her? Wir müssen das Level nochmal starten. Es tut mir leid, ich muss es nochmal lesen. Gibt's doch nicht. So, da steht noch nichts Neues. Press X as you start descending. While Yoshi's tongue is out, it cannot change directions. Also, ich muss die Gegenrichtung halten. 8 frames to hold after pressing X. Oh nee, das ist ja genau das Problem. Ah, okay. Gott! Nein, stopp! Das musste man halt echt mal nur vernünftig lesen, ne? Ha! Das heißt aber, ich darf es jetzt nochmal machen. Freude! Ich darf es gleich nochmal machen. Oi.
Ja, habe ich noch. Ja, es geht in die Richtung, die ich will. Ah, fast. Wir sind fast da. Komm schon. Wie weit ist es denn von da aus noch? Naja. Fast. Yes. Yes. Komm schon. Du kriegst das hin, Yoshi. Ich vertraue auf dich. Ne, wir starten es nochmal. Wenn man an so einer Stelle ist, haut es einfach irgendwann nicht mehr hin. Und das hat nicht funktioniert. Hä? Sag mal. Nein, da war es schon die Ecke. Yes. Oh mein Gott. Und das war's. Okay. Schwitzi. Und Glitches. Glitches. So, das heißt jetzt, es sind noch drei Level, ja? Also dieses... Ah, es wird halt noch ein Schloss hier kommen, ne? Oh Gott. Weil hier haben wir die Coin noch nicht gefunden. Das machen wir im nächsten Part. Da haben wir alle. Hier fehlt sie natürlich auch noch. Dann haben wir 40. Und dann müsste theoretisch noch irgendwo eine Coin geben. Also hier müsste noch ein Level kommen. Aber ich glaube, für Glitches machen wir einen extra Part. Danke fürs Zuschauen und tschüss!